So, herzlich willkommen zu unserem zweiten Interview, lieber Frank Eckhardt in Ja, guten Nova Scotia. Mein Abend. Name ist Dagmar Neubronner, weiß ja inzwischen der das anguckt hier auch. Wir haben letztes Mal ja darüber geredet, dass und warum du ausgewandert bist an den äußersten Norden von Kanada. Klingelt da ein Telefon, musst du rangehen? Sollen wir nochmal auf Pause drücken? Aus, wenn normal wird. So, Telefon ausgestellt. Okay. Also wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, warum du ausgewandert bist mit deiner Frau und jetzt eben mit inzwischen drei Kindern. Und die ja auch, ihr sind ja noch klein, aber ihr plant, sie wirklich frei lernen zu lassen, was ja auch einer unserer Verbindungspunkte ist über das Freilernen, weil meine Kinder das illegalerweise auch in Deutschland gemacht haben. Und du hast mir gerade erzählt, ihr habt euren Ältesten, der ist jetzt wie alt? 5 Jahre ist Felix Fünf jetzt. Jahre. Sag nochmal, wie alt die anderen beiden sind, dass wir das auf der Reihe haben. Der Also Kleinere. der Falk, der Kleinere, ist 18 Monate jünger, also 3 Jahre und ein Keks. Felix ist 5,5 Jahre jetzt, Felix 3,5 etwa, und die Kleine ist jetzt 10 Wochen alt, unsere Ja. Tochter. Okay, also die hat noch etwas Zeit. Aber Ja, bitte. ihr habt jetzt den Großen, den Felix, angemeldet zum Freilernen. Und du hast mir, und das werde ich jetzt gleich mal vorzeigen, einfach das Formular, das dreiseitige Formular, sehr übersichtlich und einfach zugeschickt. Und das zeige ich jetzt mal unseren Zuschauern. Und zwar, ich glaube, gleich das Ausgefüllte ist das hoffentlich. So. Schauen wir mal. Kann Ja. man das da sehen? Du müsstest es sehen können, ne? Also hier ist eben die Ja, ich sehe es. Homeschooling Registration Form. Da ist das Schuljahr angegeben und da sind einfach die Namen, ist nicht ausgefüllt jetzt hier, aber ist egal. Eben der Geburtstag, das Geschlecht oder nein, das Gender. Da könnte man jetzt auch Non-Binary eintragen, habt ihr nicht gemacht. So, und Adresse und so weiter. Ja. Und hier ist der Name der Eltern, also das ist wirklich das Minimum. Und dann eine Elternerklärung, die ihr abgeben müsst, dass ihr euch vertraut gemacht habt mit Abschnitt 83 bis 84 des Erziehungsgesetzes und den Paragraphen so und so, blabliblub, ne, dass ihr euch da mit den Gesetzeslage vertraut gemacht habt. Und hiermit erkläre, oder daher erkläre ich dem Erziehungsministerium und dem oder dem Ministerium für Erziehung und frühe Kindheitsentwicklung meine Absicht, mein Kind zu Home zu beschulen, wie in diesem Formblatt angegeben. So, und dann muss man das unterschreiben. Das ist also schon dann der ganze Antrag im Wesentlichen. Dann geht es hier nur darum, wenn man mehrere Kinder anmelden will und dann das Programm, dem ihr Kind folgen wird. Und da hat eben Frank und Vanessa Eckhardt haben einfach angekreuzt, es ist kein käuflich erwerbbares Programm und es basiert nicht auf der Nova Scotia Rahmen-Dingsbums da Vorgabe. Was ist das, Frank? Also es gibt ein Vorlageprogramm, wo man sich, wenn man nicht sicher ist, ob man das selber als Elternteil gestalten kann, das Homeschooling-Programm, dann kann man quasi einer Vorgabe des Schulministeriums hier folgen. Eine Die kriegt Anleitung. man so wie einen Unterrichtsleitfaden in etwa. Also Genau, man da habt kann ihr dann auch. quasi zu Hause unterrichten an den vorgegebenen, wieder vom System natürlich vorgegebenen Richtlinien. Und genau das wollen wir natürlich nicht. Wir haben dann die zweite Variante angekreuzt, dass wir ein eigenes Programm und eigene Ideen nutzen werden, die aber dem offiziellen Bildungscharakter natürlich entsprechen, weil wir zum selben Ergebnis am Ende irgendwo kommen wollen. Genau, und euer Sohn wird eben nicht für die Fernstudienkurse angemeldet werden, er ist eh noch zu klein dafür. Und das war es dann eigentlich schon. Jetzt habt ihr selber eure Ziele formuliert. Natürlich habt ihr dabei auch hingeguckt, was die offiziellen Ziele sind, nehme ich an. Aber es Ja. ist ja auch absolut vernünftig, ne? Also, euer Sohn soll lernen, flüssig Englisch zu sprechen, Grundlagen der Addition und Subtraktion bis 100 zählen. Und unter Wissenschaften
in den Wäldern spielen, Gärtnern, im Treibhaus helfen, Grundlagen der Bienenhaltung, Tierbeobachtung und Beobachtung der natürlichen Kreisläufe. Das ist genau das, was ein Sechsjähriger braucht natürlich. Und anderes, zusammen mit seinem Papa arbeiten, was ist Backhoe? Es ist ein Radlader, also Frontlader, Bagger fahren. Also wir machen bei uns auf der Farm, da wir Richtung Selbstversorgung schwerpunktmäßig unterwegs sind, wir haben natürlich die ganzen, also Mini-Bagger, Trecker mit Frontlader, Radlader, Bagger, alles da. Und die Kinder, die lieben das natürlich, Jungs in dem Alter, die sitzen mir ständig auf dem Schoß und helfen mit, arbeiten mit, die kennen die ganzen Maschinen. Ich muss die Schlüssel schon immer verstecken, weil die auch selber starten könnten mittlerweile, obwohl sie noch sehr jung sind. Das sind natürlich alles Grundlagen. Das heißt, bei uns vermischt sich natürlich immer das Interesse und auch das natürliche Lernen der Kinder, von wo sie von ihrem eigenen Antrieb, ihren eigenen Fragen immer kommen. Das Technische, natürlich all diese Fahrzeuge, also Papa Bagger fahren, Trecker fahren, kann ich mithelfen, mit denen in der Natur arbeiten. Das heißt, Löcher buddeln, Pflanzen und warum kommen die Bienen an die roten und gelben Blumen. Und also es ist alles so ein Lernkreislauf. Es gibt kein Konzept, aber sie blicken natürlich mit einem unglaublichen natürlichen Wissensdurst überall alles auf. Wenn unser Bio-Imker, der unsere Bienenvölker bei uns betreut, wenn der kommt und die Bienenkästen auseinandernimmt, dann sind die dabei und gucken und er erklärt alles auf Englisch. Also sie machen automatisch Englischkurs, ohne einen Kurs zu haben. Sie sehen die Bienenhaltung, sie fragen, sie kommen im Herbst mit zum Schleudern des Honigs. Also sie sind überall in all diesen Kreisläufen mit vielen Erwachsenen natürlich auch eingebunden. Also wir haben natürlich auch Kontakt zu anderen Kindern, die auch Homeschooling, Freilernen machen. Aber vieles ergibt sich natürlich durch die Tätigkeiten und den Kontakten der Anwesenheit von Handwerkern, Technik, Imkern, also alles, die bei uns auf dem Hof ein- und ausgehen. Und sie spielen abends dann vieles mit Lego zu Hause nach, was sie tagsüber bei mir, bei uns draußen gesehen haben. Das geht los mit Arbeiten mit der Motorsäge bis, ne, wir bauen auch so Sachen dann im Keller nach, so eine Motorsäge aus Holz. Ne? Also gucken, was da ist. Wir haben also so viele Sachen schon aus Holz mit den Kindern zusammengebastelt. Und sie spielen es nach und verarbeiten es dann. Und die nächsten Fragen, die dann später wieder kommen, merkt man, die bauen dann schon wieder auf das von der Woche und den zwei Wochen zuvor auf. Also man merkt, das eine ist schon verarbeitet und gefestigt. Und dann kommt Felix manchmal mit Fragen, wo ich denke, oh, wow, wie kommt dann da jetzt drauf? Aber ich merke schon wieder, er ist im nächsten Lernschritt schon. Also es ist die nächste Unterrichtsstunde, die keine ist, also Spielstunde für ihn. Und im Prinzip muss ich nur die Rahmenbedingungen frei halten für ihn. Mehr muss ich eigentlich nicht machen. Ich bin nur der Beobachter und Begleiter eigentlich. So sehe ich das. Ja, das, was du jetzt so ganz anschaulich geschildert hast, entspricht eben haargenau dem, was diese ganzen Gehirnneurologen, Manfred Spitzer und Gerald Hüther und so weiter, die ganze Zeit predigen. Dafür ist unser Gehirn gebaut, nämlich von den Menschen zu lernen, an die ich gebunden bin als Kind und das zu lernen, was mit dem in Zusammenhang steht, was ich gerne tun möchte, also dieses warme Interesse und was eine reale Bedeutung auch hat und eben nicht erstmal 13 Jahre lang für den Papierkorb irgendwas machen in einer Scheinfirma. Deine Firma ist real und euer ganzes Farmgelände ist real und sie lernen auf diese Weise. Sie entwickeln sich einfach und das ist natürlicher Dünger im Unterschied zu dem Kunstdünger, der in der Schule geliefert wird. Und ich kriege natürlich ein bisschen feuchte Augen, wenn ich das höre, weil es zum einen so sehr dem entspricht, was ich mit meinen Söhnen erlebt habe und zum anderen es bei uns so viel schwieriger war und immer überschattet von diesen ganzen rechtlichen Problemen. Und deswegen fanden wir das beide super klasse, jetzt mal dieses Formular zu zeigen. So einfach geht das also in Kanada. Und eigentlich könnte man so ein Formular, ich wäre gerne bereit, das zu übersetzen und den deutschen Behörden zur Verfügung zu stellen. Was oder siehst du... wir müssen ja jetzt gar nicht so tun, als wäre immer alles Gold oder so, obwohl manche Sachen sind einfach Gold.
Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, naja, das habe ich mir irgendwie netter oder schöner vorgestellt oder das ist irgendwie ein Aspekt, der ist nicht so gut jetzt beim Freilernen deiner Kinder? Oder eben zum Beispiel, dass du dir ja immer Zeit nehmen musst für sie auch zwischendurch, ne? Ja, ich selber empfinde das natürlich so. Ich bin ja ein später Papa. Ich bin ja erst recht spät mit 50 Papa geworden. Und ich muss sagen, ich genieße das natürlich persönlich sehr. Das ist im Prinzip mein großer innerer Antrieb, Familie und die Kinder. Und vieles, was ich bislang früher nur zum, ich sag mal, Geld verdienen oder Hobby ausleben gemacht habe, hat jetzt natürlich einen ganz anderen tiefen und nachhaltigen Sinn bekommen. Und wenn ich heute unser Hofprojekt aufbaue, dann weiß ich natürlich, wofür ich das mache. Also von dem Ginkgo Biloba, den ich heute pflanze, werde ich nicht mehr in 50 Jahren nicht mehr viel genießen, sicherlich. Aber ich weiß, dass es die Kinder tun können. Und das macht natürlich viel Freude. Also ich rede nicht von Spaß, sondern von wirklich Herzensfreude. Es ist so eine Herzensangelegenheit. Und ich merke, je mehr natürlich Falk und Felix da reinwachsen und selber mit Begeisterung dieses Pflanzen, das aufbauen. Wir haben gestern am Sonntag mit zwei Handwerkern aus der Nachbarschaft ein großes Gewächshaus mit 125 Quadratmeter dieses Grundgerüst aufgebaut. Und die Kinder kriegen da drin ein eigenes Segment, wo sie pflanzen können und machen, ohne dass wir sagen, nee, das musst du jetzt so machen. Sie gucken es eh bei uns ab. Das sind natürlich so Sachen, wo ich das dann nicht als Belastung empfinde. Also ich freue mir immer einen Keks, wenn ich meine Buben rechts ein, links ein auf dem Knie sitzen habe beim Bretterfahren oder Radlagerfahren. Es gibt nur manchmal gefährliche Situationen, wenn du am Hang arbeitest, wo du wirklich dich konzentrieren musst und wo die Maschine im Notfall auch kippen könnte, wo ich sage, den Jungs sage, jetzt müsst ihr mal eine Viertelstunde draußen bleiben, bis Papa das hier fertig gemacht hat. Danach könnt ihr wieder mitfahren. Das sind mehr so technisch, sicherheitstechnische Sachen. Aber im Grunde nach ist es für mich natürlich eine tolle Sache, dass ich weiß, dass sie überall mit herumwuseln, überall gucken. Sie gehen auch von sich aus wieder mal weg zwischendurch und spielen für sich mit ihren Autos auf dem Sandhügel und bauen einen Tunnel und in der Matschepampe und haben eine Raupe gestern gefunden, Schmetterlingsraupe, da waren sie ganz begeistert. Dann sind sie für sich mal eine halbe Stunde wieder weg, aber dann sehen sie, wenn ich wieder hochgefahren komme mit der Maschine und habe eine Fuhre Mutterboden gebracht oder so, dann zack, sitzen sie wieder bei mir auf dem Schoß und sagen, Papa, wo machen wir weiter? Wie viel Mal musst du noch fahren? Wenn Felix dann fragt, dann sage ich, wie viel Bäumchen hat ein Papa gesetzt, wie viel Mal muss ich denn noch Mutterboden fahren? Dann zählt er, ne? Dann sagt er, 7 Mal musst du jetzt noch fahren, dann haben wir Mathe gemacht wieder. Ne? Also das ist so zwischendurch mit eingeflossen, aber man merkt, er merkt es selber, es ist gut, wenn ich zählen kann. Weil ich brauche es da wieder, ich kann dem Papa helfen, ich kann sagen, Papa, jetzt musst du da hinten aber noch hinfahren, weil von dem Haufen kriegst du nur noch 4 Ladungen mit dem Frontlader, da hinten musst du die anderen 5 Ladungen jetzt holen oder so, ne? Wenn wir dann 9 Ladungen brauchen oder was. Also dieses, er kommt selber mit Zählen, mit Subtrahieren, Addieren, den einfachen Dingen in Berührung, in Form der täglichen Arbeit und Tätigkeit, die ihn eh begeistert. Mhm. Ja, das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen. Was du schilderst, ist natürlich der Idealfall, dass Kinder, dass deine Söhne offensichtlich hierher gekommen sind, um mit dir zusammenzuarbeiten und dass es sie zutiefst interessiert. Es gibt auch Kinder, die eigene Interessen haben. Was weiß ich, wenn du jetzt ein Kind hättest, was auf einmal ein ganz großes musikalisches Interesse und Talent zeigt und unbedingt den ganzen Tag irgendwie Musik machen will, wäre das ja auch möglich. Und du würdest es dann fordern, so gut es kannst, und müsstest dann eben damit leben, dass er sich weniger für Trecker interessiert und mehr für Violinen, so wie wir früher damit leben mussten, dass unsere Kinder sich mehr für Fußballspielen interessiert haben als für Chorsingen. Das gehört ja dazu, aber das bedingt, finde ich, gerade beim Freilernen auch so eine Offenheit dafür, dass Kinder einzigartige Geschöpfe sind, ja. Die ihren eigenen Plan folgen. Und wie du selber gesagt hast, du beobachtest ganz viel. Und im Moment ist es jetzt so, und bei deinen Söhnen ist es jetzt so, dass sie sich total für das interessieren, was du tust. Aber auch wenn es jetzt nicht so wäre, würdest du sie ja beobachten und würdest zuschauen und sie dabei unterstützen, wie sie sich entfalten.
Genau, also im Prinzip ist es natürlich ein spannender Entwicklungsprozess, den ich als Papa dann quasi nur begleiten und beobachten, verfolgen kann und indem ich die Rahmenbedingungen schaffe. Felix fing neulich davon an, ich habe also vor einer Woche bei Kanadiern, die einen Gewerbebetrieb hier verkaufen, Tankstelle mit Kaffee, und da ist eine Töpferei mit drin. Also ein Teil des Gebäudes ist fremdvermietet an der Töpferei. Und da habe ich Innenaufnahmen gemacht und Felix hat das gesehen bei mir am Rechner, wo ich quasi gearbeitet habe, kam er zu mir zu Hause ins Büro und sagt, Papa, was ist das? Dann habe ich ihm erklärt, Töpferei, und da kann man selber seine Henkeltöpfe machen und Blumentöpfe und was weiß ich. Mit dem Brennofen, und dann hat er gesagt, wann darf ich dahin? Also das kam von ihm jetzt, ich habe jetzt nicht geplant, ihn in die Töpferei zu bringen, aber er sagte dann, ja, wann fahr ich dahin und kommst du mit beim ersten Mal? Also es ist jetzt schon so, wo ich jetzt sehe, das wird der nächste Schritt, und ich habe dann mit Vanessa gesprochen, habe gesagt, wir müssen die Dame mal anrufen, die soll sehr nett sein, die macht auch hier vor Ort für viele Schulklassen und Jugendliche Kurse, aber meistens in Gruppen. Aber ich könnte natürlich auch sagen, ich bringe mal meine beiden Pläne da zusammen hin und bringe denen ihr Butterbrot und ihre Sachen mit. Da musst du halt immer so ein bisschen aufpassen. Die Kanadier sind dann natürlich ernährungstechnisch nicht so in unsere Richtung in der Spur. Da gibt es viel süßes Kram und Softdrinks und Cola hier und Cola da. Da sind wir anders getaktet und unsere Kinder nutzen das auch nicht. Aber da muss er halt einen Rucksack mitnehmen und sein Pausenbrot, seinen Apfel und seine Wasserflasche. Dann geht das. Aber ich sehe das schon so, dass wir da in nächster Zeit mal jetzt im Sommer mindestens mal 1, 2, 3 Tage, je nachdem, wie lange er da Lust hat, vielleicht ist er auch begeistert, wenn wir das 2 Wochen machen, dann bringe ich ihn halt jeden Tag mal oder jeden zweiten Tag dahin, wenn die Dame frei hat, um das zu machen. Und ist das halt so meine Aufgabe. Aber dabei ist natürlich gleichzeitig wieder alles, was er Materialkunde, künstlerisches Gestalten, Brennprozess im Ofen, Englisch sprechen. Er muss mit der Töpferin, mit der Künstlerin, die malt auch, also ist eine künstlerisch begabte Dame, muss er alles auf Englisch machen. Aber er hat da keine Bauchschmerzen mit, weil er neulich auch mit unserem Baggerfahrer, der bei mir auf dem Hof gearbeitet hat, bei der Gartenanlage anlegen, ist er neulich ich weiß nicht wie viel Tonnen schweren Bagger, einen Riesenbagger, also größer als meine eigenen Maschinen, gefahren. Und der David hat gesagt, willst du mal auf meinen Schoß hupsen und darfst die großen Caterpillar fahren? Und da war er dann natürlich blühend begeistert und ist 5 Minuten mit dem wirklich Riesenbagger gefahren. Da habe ich noch nicht mal drin gesessen, so einer Maschine. Und kam dann natürlich freudestrahlend raus und hat gesagt, Papa, und dann habe ich hinten den Hebel und dann ging die Schaufel und hast du das gesehen? Also das sind auch Sachen, den kannst du morgen da wieder reinsetzen und er weiß die Hebel noch, weil es ihn einfach begeistert. Und ich stelle immer fest, dass der solche Sachen 10-mal so schnell lernt, wie ich es selber tue. Wenn ich erst mal in so einer neuen Maschine sitze, ich muss erst mal wirklich wieder meine Gehirnhälften koordinieren. Wo geht rechts, links, heben, flüssige Bewegung. Die machen das wirklich 2, 3 Mal und sie können das. Ne? Und das macht halt viel Spaß, das zu beobachten. Und deswegen sind wir überhaupt nicht bange, dass in der Richtung irgendwo, dass es was geben würde, was die vermissen oder was sie irgendwann mal nicht lernen. Alles wird zu seiner Zeit kommen. Ich weiß zwar nicht, ob sie jetzt am Anfang besser sind mit im Englisch lernen oder ob das Mathematische später oder früher kommt, aber es ist egal. Es wird dann, wenn es wirklich Zeit für diesen Teilbereich ist, wird es automatisch kommen, weil er wird es brauchen, er wird es selber sich irgendwo abrufen. Ja, und wenn man das jetzt mal in die Zukunft denkt, also mal angenommen, es würde alles so weiterlaufen wie im Moment. Wir haben ja jetzt dieses Formlab gesehen. Was wäre dann sozusagen, wenn deine Söhne jetzt dann da als Freilerner Highschool-Abschluss machen wollten, wie würde das funktionieren? Ich weiß ja, wie es in Deutschland funktioniert, das haben wir ja durchgezogen, aber wie würde es in Kanada funktionieren? Also im Prinzip von der Seite relativ ähnlich. Ich habe ja euren Werdegang auch so ein bisschen verfolgt, weil ich habe natürlich von dir etliche Vorträge und Beiträge gesehen im Internet und aufmerksam zugehört. Im Prinzip wäre das in der Endphase dieses, ich sag mal, Schulungsprozesses, wenn sie dann irgendwann 16, 18 sind und wollen den einen oder anderen Abschluss machen,
dann können Sie sich natürlich oder wir können Sie dann anmelden bei den entsprechenden Schulen, wo Sie dann die letzten paar Wochen oder Monate mit einsteigen, um sich für die Prüfung vorzubereiten. Und dann machen Sie die Prüfung. Und dann haben Sie hinterher auch irgendwo, die Kanadier lieben ja, muss man sagen, sie lieben Zertifikate. Also alles, was du in irgendeiner Form mal, ich weiß es damals bei meiner Immigration nach Kanada, ich musste wirklich alles einreichen und übersetzen, was ich jemals als Kurs gemacht habe, ob das ein Yoga-Kurs war oder Sepp Holzer Permakulturausbildung in Österreich. Also ich habe wirklich alles aufgelistet, alles übersetzt, eingereicht und die haben dann gesagt, ja, Certificates, da sind Sie ja gut, Sie haben ja schon viel gemacht und dies, das, das. Und deswegen ist es gut, wenn die natürlich hier das später irgendwann auch mal haben, dass sie sagen, guck mal, ich habe hier meine 1, 2, 3 Abschlüsse vielleicht, die ich brauche. Ob das dann später durch, was weiß ich, künstlerisch-musische Sachen, durch technische Sachen oder irgendwas ergänzt oder schwerpunktmäßig fokussiert wird, das kann man natürlich jetzt noch nicht erkennen oder sehen, wo die Reise der einzelnen Kinder hingeht. Wir sehen es so, dass wir natürlich offen sind. Wichtig ist, dass sie ein erfülltes Leben vor sich haben und dass sie glücklich sind bei dem, was sie tun, bei ihrer Entscheidung. Sie machen es ja letztendlich nicht für uns oder um uns einen Gefallen zu tun, sondern sie machen es, um ihren zukünftigen Lebensweg schon mitzugestalten. Und das sollte natürlich so sein, dass es eine Sache ist, die wirklich von Herzensfreude ausgetrieben ist. Ja, und das ist auch wieder etwas ganz Wichtiges, was du da ansprichst, weil ich das hier in Deutschland sehr oft mitkriege, dass die Jugendlichen aus der Schule kommen und dadurch, dass sie im Grunde all die Jahre nur so nebenbei die Freizeit, soweit die Freizeit es erlaubt hat, die Möglichkeit hatten, herauszufinden, was ihre eigentlichen Interessen sind und was sie gerne tun wollen, dass ganz, ganz viele dann am Ende da stehen und kennen sich gar nicht, kennen weder ihre Stärken noch ihre Schwächen noch ihre Interessen und haben gar keinen Plan. Und studieren dann irgendwas oder machen erstmal freiwilliges soziales Jahr oder so und gehen erstmal in die Selbsterforschung und sind so daran gewöhnt, dass ihnen immer gesagt wird, was sie zu tun haben, ja, dass sie mit der Frage, ja, was willst du denn jetzt mal machen? Keine Ahnung, ne? Was muss ich denn, ne? Oder wo? Was wird denn gebraucht? Und dann studieren sie irgendwas, weil die Dame auf dem Arbeitsamt ihnen gesagt hat, das wird in 5 Jahren wahrscheinlich gebraucht werden. Und das ist im Grunde erbärmlich. Und deine Kinder haben eben da schon einen ganz, ganz langen Vorlauf, wo sie merken, Trecker fahren mache ich gerne, Gärtnern eher nicht so oder Fischen oder was auch immer, sie lernen sich kennen. Ja, und ich denke, das ist halt was ganz Wichtiges. Wenn du guckst, ich habe das ja mal beobachtet in Deutschland, diese Thematik. Es gab immer mal so ein Ansturm auf verschiedene Teilbereiche, weil das quasi jeder gemacht hat. Das war mal so ein Ding, dass jeder BWL gemacht hat plötzlich. Mit BWLern oder mit Juristen kannst du die Straße pflastern oder viele fahren Taxi mittlerweile, weil sie A, damit selber nicht glücklich sind, B, nirgends auch unterkommen. Und ich stelle es hier auch wieder Thema Kanada oder seinem Leben eine neue Richtung geben, auch hier fest, dass häufig die Leute es viel einfacher haben, hier rüberzukommen und hier ihren neuen Lebensweg in einem anderen Land zu gehen, die halt auch beruflich und privat früher ihrem Herzen gefolgt sind. Also derjenige, der gerne Tischler oder Zimmermann ist, der wird hier drüben auch als Tischler oder Zimmermann seinen Weg finden und auch später wirtschaftlich eine vernünftige Basis haben. Und es haben eher diejenigen, die aus diesen klassischen Modeberufen, so BWLer oder Juristen, was willst du mit einem deutschen Juristen oder BWLer hier in Kanada? Also so unbedingt ist das dann nicht der Brüller. Also ich denke mal, dass es ganz wichtig ist, dass man schaut, dass man den Kindern wirklich die Freiräume lässt und trotzdem die Wurzeln innerhalb der Familie, die Bindung da ist, dass sie sagen, sie kommen ja auch immer mal wieder von sich selber zurück, wo er dann fragt, Papa, was meinst du dazu? Oder sie fragen uns ja auch viel, ne? Und solange sich nicht fremdorientiert wird, also solange, ich sage jetzt mal, nicht irgendwelche Hollywood- oder Disney-Figuren die Superstars sind, sondern Mama und Papa, dann kommen sie auch zu uns. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du natürlich auch jeden Mist manchmal mit den Jungs mitmachst. Ne? Also meine Frau sagt immer, ich habe 3 große Jungs, 3 Jungs zu Hause.
wenn sie mal sagt, ja, wenn deine Kunden dich so sehen würden, wie du mit deinen Jungs durch Matsch tobst hier oder was wir machen. Und aber daher ist natürlich auch nochmal so wirklich eine ganz intensive Bindung da zu den Kindern. Und sie kommen auch, du kannst sie loslassen, du weißt, sie kommen selber von sich aus früher oder später wieder zurück und mit ihren Fragen, mit ihrer Anlehnung, mit ihrer Trauer oder mit ihrer Begeisterung oder all diesen Sachen. Ne? Ja, das ist natürlich dann, wir haben ja jetzt bei meinem Projekt Frei Großwerden ist im Juni das Thema Pubertät. Und da habe ich jetzt schon im Livestream Anfang des Monats drüber gesprochen und morgen in der Wachstumsgruppe werden wir das vertiefen. Diese Phase, wo sie sich so an dir orientieren oder an euch und alles, was ihr macht, so nachmachen, wie ihr es macht und mit dieser Gläubigkeit zu euch aufschauen, das ändert sich dann natürlich in der Pubertät. Und dann haben viele Eltern, das ist ja dann die Grundlage auch für viel Familienzoff, wenn Eltern dann Panik kriegen, weil sie denken, oh Gott, alles, was wir ihnen vorgelebt haben und ihnen vermittelt haben, ist auf einmal weg. Aber meine Beobachtung ist eben, es ist gar nicht weg, sondern es ist nur für einen Moment ausgeblendet, weil die Jugendlichen dann wirklich ihren eigenen Weg und sich selber entdecken wollen. Und das andere ist aber wie in so einem Schatzkästchen und das holen sie dann in dem Maße, wie sie fest auf ihren eigenen Füßen stehen, hervor. Aber das ist dann für Eltern, die das nicht wissen, oft sehr verunsichernd, wenn sie denken, oh Gott, jetzt, wir haben zu Hause immer Bio gegessen, jetzt fängt der Junge auf einmal an und isst nur noch Junkfood oder macht immer genau das Gegenteil, einfach um sich abzugrenzen. Und das hat ja alles, meine ganze Erziehung war umsonst und das stimmt eben gar nicht, sondern du kennst es ja auch, du warst ja auch mal ein Jugendlicher, der sich abgegrenzt hat von seinen Eltern. Und je mehr Vertrauen wir da im Grunde in diesen individuellen Weg unserer Kinder haben, umso besser. Und dieses Vertrauen braucht man aber ja als Freilerner-Eltern sowieso. Wie viele andere Freilerner kennst du da jetzt? Seid ihr die Einzigen? Gibt es unter den Deutschen, die nach Kanada ausgewandert sind, besonders viele? Oder eher unter den Kanadiern mehr? Oder wie ist denn das so insgesamt in Kanada mit dem Thema? Also bei uns, ich kann ja jetzt nur so von unserer Provinz Neuschottland berichten und Cape Breton Island von der Insel, auf der wir leben, insbesondere. Es mischt sich so ein bisschen. Wir haben einige Eltern und Familien in der Nachbarschaft, wo die Kinder ganz regulär zur Schule gehen, wo auch die Mutter bei unseren direkten Nachbarn, die haben vier Mädchen, da ist die Mutter auch Lehrerin, die ist natürlich auch sehr, ich sag mal, die ist auch Lehrerin, so im wahrsten Sinne des Wortes, die ist auch sehr getaktet in der Richtung. Ganz liebe, nette Leute, tolle Nachbarn, aber die gehen halt einen anderen Weg. Das ist auch in Ordnung, das kann man so, muss man auch so, darf man akzeptieren. Und die haben auch kein Problem, die wissen, dass wir Freilernen machen. Aber wir haben halt auch Kontakt zu anderen Kanadiern, die die Homeschooling und Freilernen, Unschooling machen. Und wir haben auch Kontakt natürlich zu vielen Deutschen, die rüberkommen. Einige von denen entscheiden sich auch für den normalen Schulweg. Andere gehen hier vor Ort in eine Waldorfschule, also haben dann die privaten Schulen, die es hier auch gibt. Also ich habe ja verschiedenste Möglichkeiten, eine staatliche Schule, verschiedene private Schulsysteme wie Waldorfschulen und Ähnliches. Und dann Homeschooling oder die erweiterte Form des Homeschoolings, was so unser Weg ist, Unschooling, also Freilernen mehr. Und wir kennen im Prinzip überall welche von einzelnen Familien. Wir haben auch zu den meisten lockeren Kontakt oder zu einigen auch intensiver. Das hängt immer so ein bisschen mit zusammen, da ich ja beruflich durch meine Tätigkeit, durch meine kleine Firma hier ziemlich eingespannt bin, kommen wir zurzeit nicht ganz so viel zu allen Nachbarsfamilien rüber. Es ist eine andere Familie, die haben auch vier Mädchen. Das ist nicht die aus einer direkten Nachbarschaft, das ist eine andere Familie, über die wir beim letzten Mal schon sprachen, beim ersten Interview, die halt dreisprachig Englisch, Deutsch, Französisch aufwachsen. Der Mann kommt aus Norddeutschland, ist also aus Friesland. Die Frau ist Franco-Kanadierin. Und mit den Mädchen haben wir auch häufiger Kontakt. Und unsere Jungs lieben die Mädchen, die sind bis auf die kleinste von denen, ist so alt wie Felix. Aber die etwas Älteren, da haben unsere Jungs einen sehr guten Kontakt zu. Komischerweise, sie orientieren sich da auch eher an den älteren Mädchen, spielen gerne mit denen. Und die Mädchen sind natürlich, die sind auch so eher in unsere Richtung getaktet. Also die sind auch sehr aufgeschlossen. Wenn Felix oder die Jungs Geburtstag haben, dann kaufen die nichts, dann basteln die was für die Jungs, was immer sehr süß, wirklich niedlich ist. Die machen sich also wirklich einen Kopf, womit könnten die Jungs in dem Alter gerade gerne spielen und was mögen die.
Und da sind natürlich die Kontakte. Ne? Unsere Jungs sehen, wie wenn die malen, wenn die zeichnen und setzen sich mit dazu. Und dann machen die manchmal, kommen englische Brocken mit dazwischen. Und also sie haben mit allen auch sprachlich dann wieder Kontakt. Ne? Ja, und das, was du erzählst, dass die Kinder sich so gerne an den älteren Kindern orientieren, ist eigentlich evolutionsbiologisch auch völlig klar. Und dieses Kinder mit Gleichaltrigen zusammensperren, entspricht eigentlich überhaupt nicht dem, wie es in der Natur vorgesehen ist und wie es auch am praktischsten ist. Denn die Älteren üben ihre Fürsorglichkeit und das Lehren. Ne? Denn wenn ich etwas selber verstanden habe, wenn ich es dann gut erklären kann, ist immer noch mal was anderes. Und die Kleinen lernen natürlich viel mehr von den Älteren. Und so soll es eigentlich sein. Und ich erinnere mich, als meine Söhne, als wir dann nach Bremen gezogen sind, da war ein Nachbarjunge, mit dem sie dann später sehr gut befreundet waren. Aber der war 2 Jahre älter als unser Älterer. Na gut, den hat er noch so halbwegs mit einem Auge angeguckt. Aber mit dem Kleineren, der eben 4 Jahre jünger war als er, den hat er im Grunde im Anfang vollkommen wie Luft behandelt und ignoriert, weil das war für ihn eigentlich überhaupt kein Mensch, ja. Sondern er war so gewohnt, die Leute nach ihrem, in der wievielten Klasse bist du denn? Und eine Klasse drunter, naja, aber 3 Klassen drunter, so. Und das war für unsere Kinder eben überhaupt kein Maßstab. Und Moritz war immer ganz erstaunt, warum dieser Nachbar eben nicht mit Thomas spielen oder auch nur sprechen wollte und im Grunde ihn behandelt hat, als wäre er gar nicht da. Und diese Schichtung führt eben auch zu diesem ständigen Konkurrenzdenken. Denn wenn jetzt deine Kinder mit diesen älteren Mädchen spielen, dann entsteht da keine Konkurrenz, weil es sowieso klar ist, dass die mehr können. Ja. Und weil es völlig sinnlos wäre, wenn jetzt eines von diesen Mädchen sagen würde, oh, das kann ich aber besser als du. Ja, und? Das ist doch klar, sie ist 3 Jahre älter. Und so werden wir in der Schule eben so stark auf diese Konkurrenz getrimmt, weil wir uns immer angehalten werden, uns zu vergleichen. Und wenn ich das richtig verstehe, vergleichen sich deine Jungs auch nicht, die vergleichen sich mit ihrem Papa und der ist sowieso, kann alles jetzt in dem Alter, sehen sie das ja so. Und dann orientieren sich daran, aber sie fühlen sich deswegen nicht minderwertig, weil du besser Traktor fahren kannst als sie. Ne? Noch kann ich das. Noch, genau. Ja, also genau das ist auch unsere Beobachtung, genauso wie du es hier sagst. Ich finde es gerade sehr wichtig und das sieht Vanessa genauso, dass halt auch eine Vielschichtigkeit in den Altersgruppen, mit denen sie zu tun haben, da ist. Also sie haben unglaublichen Hang auch zu vielen unserer Handwerker, die ständig bei uns sind und bei uns was mit bauen oder helfen, die sie auch schon kennen mit Namen und mit denen fangen sie an, die ersten englischen Sachen und das läuft alles so nebenbei. Aber du merkst es immer abends, wenn sie wirklich vieles nachspielen. Ich habe immer so den Eindruck, es wird abends oder die nächsten 2 Tage danach vieles verarbeitet in Form von Spielformen, dass sie bei Lego oder mit ihren Figuren irgendwo was nachspielen, wo sie sagen, das ist der Ewan jetzt und da kommt David und mit seinem Bagger. Sie spielen das nach. Sie orientieren sich wirklich sehr viel an den Erwachsenen, wirklich, muss man sagen. Und da, ich habe den Eindruck, da saugen sie das meiste raus. Oder halt wirklich bei den Älteren, in dem Fall den Mädchen, bei der einen Familie. Und das mögen sie. Und da ist nicht, genauso wie du sagst, da gibt es jetzt nicht das Mobbing oder ein Konkurrenzdings. Also die sagen mal, guck mal, das habe ich mit ihr, das hat sie mir gezeigt. Guck mal, ich habe das jetzt so und so gemalt. Und dann wollen sie ihre Schätze natürlich mal präsentieren, was sie wo gemacht haben. Und das ist das, was wir ganz stark beobachten, eines der wichtigsten Sachen dabei, wenn man das begleitet, auch so dieses Lernen. Sie kommen immer wieder zurück, holen sich eine Bestätigung und wollen es zeigen und sie brauchen Aufmerksamkeit. Also dieses Thema Aufmerksamkeit ist wirklich Balsam für die Seele, gerade für diese kleinen Kinderseelen, also auch für uns als Erwachsene. Wir finden es ja auch toll, wenn einer sagt, Mensch, ich habe da mal dein Video neulich gesehen, das war ja klasse oder so. Also wenn du merkst, es findet Anklang, es wird beachtet, es gibt eine Rückmeldung, du hast es nicht umsonst gemacht. Und für die Kinder ist das natürlich sowas von elementar wichtig. Also ich habe mit Vanessa häufig drüber gesprochen schon, wir haben manchmal den Eindruck, es ist fast wichtiger wie das tägliche Essen, diese Aufmerksamkeit. Ne? Sie saugen es wirklich auf und weh, du guckst dann mal nicht und sagst, ich habe halt jetzt keine Zeit.
da mache ich manchmal den Spagat so ein bisschen, weil du vorhin fragtest, was sind die Nachteile? Ich muss halt einen Teil meiner Arbeit, meines Arbeitspensums, was ich einfach machen muss unternehmerisch, muss ich wirklich in die frühen Morgenstunden oder in die Nacht manchmal verlegen. Ich arbeite also regelmäßig mindestens in der Woche 2 Nächte, wo ich nachts das aufarbeiten muss, was ich tagsüber quasi als Tribut an meine Kinder gebe, an Lebenszeit. Und das ist so ein bisschen mein Spagat für mich persönlich. Aber ich mache es halt gern und du schöpfst daraus natürlich wieder viel Kraft, indem du siehst, du hast die Möglichkeit, was viele heute gar nicht mehr haben, einen Großteil der Zeit, der Lebenszeit mit deinen Kindern zu verbringen, zu sehen, wie sie aufwachsen. Und es ist ja unglaublich, wie die Zeit verfliegt, wenn du Kinder hast, weil du siehst, Mensch, da sind sie schon wieder rausgewachsen. Und guck mal, wie groß er jetzt ist und wie das jeder so macht. Wir haben so eine Messlatte an der Tür, wo wir einschreiben, Falk und Felix, wie groß sind sie, und machen einen Strich dran und all dieses. Und dann wird dir erstmal bewusst, wie schnell die Zeit vorangeht. Und mir würde es leid tun um jede Sekunde, die ich vermissen müsste, wenn ich jetzt nur, wie jetzt heute ausnahmsweise mal, wir sind jetzt hier, ich bin nach St. Peters jetzt in meinem Büro, in mein anderes Büro gefahren, weil wir wirklich jetzt für das Gespräch mal Ruhe brauchen. Aber die Buben haben vorhin schon mit den Hufen gescharrt wieder, haben gesagt, Papa, können wir nicht mitkommen? Aber dann wäre es hier ein ziemliches Wusel jetzt gewesen. Aber ansonsten habe ich die sehr oft mit dabei. Also auch wenn ich Grundstücksbegehungen mache, wenn ich jetzt neue Landflächen kaufe oder irgendwas mache oder unser Musterhausprojekt, wenn wir da sind, da sind die Jungs ganz viel mit, sie gucken mit, sie lernen. Dieser Prozess, wie wird ein Haus gebaut? Das haben sie von Kelleraufbau bis Fertigstellung jetzt mitverfolgt, weil sie permanent mit mir dahin hingefahren sind, weil sie es selber wollten. Papa, kann ich mal gucken, können wir wieder mitkommen? Und dann, was haben die da gemacht und warum ist das jetzt neu gestrichen worden? Und sie kriegen alleine das mit. Also auch das ist ja eine Form von Lernprozess oder Unterricht, in Anführungszeichen. Und das ist natürlich was ich so als Elternteil sehr genieße. Vanessa ist zurzeit durch die Kleine natürlich ein bisschen zu Hause angebunden. Sie würde jetzt auch gerne wieder ein bisschen mehr machen jetzt im Sommer. Jetzt hat sie natürlich im Tragetuch häufig mit draußen und die Kleine schläft dann meistens. Aber sie kann halt nicht so viel draußen mitmachen, wie sie sonst gerne wollte. Aber das ist halt der normale Prozess, wenn du jetzt so ein ganz kleines Muckelchen dabei hast. Aber im Grunde nach ist das natürlich eine schöne Situation von uns und ich möchte das trotz allem, vermissten Schlaf, den ich manchmal habe, möchte ich da keine Sekunde von vermissen. Ne? Ja, das war jetzt eigentlich schon eine schöne Überleitung, denn wir haben uns vorgenommen, dass wir, dass du sozusagen uns das nächste Mal in dein Zuhause einlädst und wir endlich auch mal Vanessa, die jetzt immer nur erwähnt wird, kennenlernen und sie auch mal ihre Perspektive ein bisschen schildern kann. Und da freue ich mich sehr drauf. Das machen wir dann nächstes Mal. Gern noch einen Aspekt, was du jetzt so geschildert hast, wie du dir eben einfach ständig in deine Arbeit einbaust, dir Zeit zu nehmen für die Kinder. Das ist auch etwas, was meiner Erfahrung nach viele Eltern gar nicht selbstverständlich finden und gut aushalten können, weil wir so auf Effizienz getrimmt sind und auch auf perfekte Ergebnisse. Das ist schon Maria Montessori aufgefallen vor über 100 Jahren, dass sie gesagt hat, das Schlimmste ist eigentlich, dass die Eltern es immer nicht aushalten können, wenn die Kinder da eben das so auf ihre Art zum ersten Mal ganz langsam und ungeschickt und wurstelig und schief und krumm machen, sondern dann immer sagen, ja, lass mich mal eben schnell und guck mal, das macht man so und das kannst du noch schneller so machen. Und das auszuhalten, diese Verlangsamung, die dann immer wieder eintritt, das erfordert ja auch ein Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist. Denn natürlich könntest du, das hast du ja auch geschildert, du könntest das manchmal deutlich schneller fertig werden, wenn du nicht diese beiden Kleinen da mit hättest. Ne? Und das erfordert einfach dieses Bewusstsein und dafür ist es wahrscheinlich gut, dass du ein reifer Vater bist. Ja, ich hätte das ehrlich gesagt in der Form, wie ich jetzt lebe, ich sag mal, wenn ich mit 30 Jahren Papa geworden wäre, hätte ich das so wahrscheinlich nicht
empfunden, einmal so vom Herzgefühl wahrscheinlich, und ich hätte wahrscheinlich vieles wirklich auch nicht so umsetzen können. Ja. Ich habe heute noch manchmal das Gefühl, dass mir so ein bisschen manchmal hier und da die Geduld fehlt oder so. Also wahrscheinlich hat man das dann immer so als Eltern, dass man, ja, dass man meint, ach, da müsste ich jetzt noch ein bisschen perfekter sein und gelassener. Es kommt natürlich bei uns auch immer, wir sind ja auch ganz normale Menschen hier, immer wieder vor, dass du denkst, manchmal gehst du wirklich auf dem Zahnfleisch. Weil ich habe wirklich zwei Michel aus Lenneberger, die sind herzenstoll, aber sie können manchmal auch unglaublich Unfug machen. Und da musst du wirklich eine gewisse Gelassenheit manchmal mitbringen. Und du weißt, du musst, gerade weil wir viel von drinnen nach draußen bei uns gehen, du musst bei uns zu Hause dreimal am Tag den Staubsauger im Einsatz haben, damit es halbwegs sauber ist. Und früher natürlich, als ich noch zu Hause alleine in Deutschland mein Haus und alles schick und neu und Single, da gab es das natürlich nicht. Ne? Da sah das am Wochenende genauso aus wie am Montag zuvor. Heute würdest du das Haus nicht wiedererkennen, wenn du eine Woche nicht wirklich hinter jedem Fitzelchen hinterherräumen und machen würdest. Kennst du ja alles. Einfach so die Gelassenheit, die ich heute habe, hätte ich damals nicht gehabt. Ne? Ja. Also insofern, es kommt alles zu seiner Zeit, zum richtigen Ende, finde ich. Das ist so meine Lebenserfahrung. Und deswegen kann ich das heute viel, viel eher genießen, als ich das wahrscheinlich früher gekonnt hätte im selben Umfang. Ja, und es ist schön, dass du deine Erfahrungen weitergibst, und ich bin gespannt, was wir an Feedback kriegen zu diesem Interview und zu diesem Gespräch und zu unseren Erfahrungen. Ich hoffe ja sehr, ich persönlich, dass jetzt durch die Corona-Situation das mit dieser Schulgebäude-Anwesenheitspflicht ein bisschen aufgebrochen wird, damit das Ganze wenigstens auch mal einen Vorteil hat. Und ich danke dir sehr, Frank, und ja, wir machen dann zu gegebener Zeit, wir verabreden dann gleich vielleicht einen möglichen Termin für das nächste Interview, und ich hoffe, es war für euch alle interessant. So. Ja.